Hallo liebe 1000 PS-Fans, der liebe Kollege Chaot und meine Wenigkeit haben uns wieder mal eine Harley-Auszeit gegönnt, also Auszeit vom Büroalltag. Wir wollten einfach wieder mal raus. Kollege Chaot war mit der Slim unterwegs. Ich war mit dieser Road Glide Special FLDHXS HC Black Gold Flakes. Also ein ganz leicht zu merkender, kurzer Name unterwegs und wir hatten viel Spaß. Bleibt dran, wir erzählen euch gleich mehr drüber. Road Glide Special nennt sich das Ding und für mich ist es so ein, von der Front her, eh klar, das macht ja dieses Motorrad aus mit diesem Doppelscheinwerfer, so leicht nach innen gezogen. Mich erinnert das an so diese coolen Autos aus den 60er Jahren, Plymouth und Dodge Charger irgendwie, die schauen, oder ein bisschen auch wie das Batmobil oder Batmotorrad von Batman, damals in den 60er Jahren eben, wo das eigentlich noch richtig lächerlich war. Ich weiß nicht, ob sie das ernst gemeint haben oder ob es ein Slapstick war. In Memoriam Adam West, original Batman, der Batman. Gut, dass wir jetzt auch gleich erwähnt haben, diesen meiner Meinung nach witzigen Batman oder eh der witzigste von allen. Bleiben wir aber bei der Harley, eine Road Glide Special. Zeichnet sich ja eben durch die Verkleidung aus, die nicht am Lenker montiert ist, sondern fix mit dem Fahrzeug verbunden. Ist dadurch eigentlich eine sehr wuchtige Erscheinung. Also allzu viel Fahrtwind habe ich nicht abbekommen, obwohl durch den Bagger-Style die niedrigere Scheibe. Das ist schon angenehm. Da zeigt sich aber wieder ein Nachteil unter Anführungszeichen für die Musikanlage, die integriert ist, dass man das mit einer höheren Scheibe natürlich besser hören kann. Lieber Chaot, wie stehst du zum Musikhören am Motor? Ich schalte es ein in der Stadt, entweder um selber Aufmerksamkeit zu erregen, muss ich ganz ehrlich sagen, oder weil ich halt einfach gern coole Musik höre. Ich war in Amerika bei der Präsentation und in Seattle Grunge zu hören aus den Lautsprechern, ich meine, das wirst du mir beipflichten, das ist ein Wahnsinn. Allerdings, wenn es ab 100 ungefähr ist, das sinnlos. Du hast so viel Verzerrungen durch den Fahrtwind. Und die Lieder werden irgendwie komisch. Wenn du es nicht kennst, erkennst du es nicht mehr. Nein, also das ist ja, eine gewisse Geschwindigkeit und das macht es halt ein bisschen aus. Das Motorradfahren, das Cruisen, macht das keinen Sinn mehr. Du hast gesagt, kaum Fahrtwind. Ich finde auch super angenehm, obwohl die Scheibe, die verdunkelte übrigens, wirklich tief gezogen ist. Man kann natürlich, wenn man wirklich dann auch Luft braucht, hier eine Klappe öffnen. Da geht dann vorn mehr Fahrtwind durch, aber ich finde, das ist mehr als genug. Und dadurch, dass die Verkleidung nicht mitlenkt vorne, sondern starr ist, ist das wirklich angenehm zu fahren, obwohl kopflastig ist das Ganze trotzdem. Zum Fahren gleich. Ich wollte nur noch anmerken, ja, also eh ausgeklügelt da mit der Verstellung des oder mit dem Aufmachen dieser Luftöffnung, das ist schon praktisch und hilfreich. Musik hören, ich höre lieber Musik über solche fix installierten Lautsprecher als über Kopfhörer, das taugt mir weniger. Bei der geht es eben dann irgendwann nicht mehr so gut, aber es ist wie gesagt was Cooles und deswegen habe ich mal auch meine grüne XS, wie heißt es schnell? Drache, nicht Grisou, das Schmunzelmonster, Elliot, X ist Elliot, weil ich auch so ein Schmunzelmonster bin. Nein, ich wollte einfach auf diesem Motorrad auch cool ausschauen. Das ist eben auch mit dieser Black Gold Flakes Lackierung und diesem Flammenmuster extrem leibend, sozusagen von der Optik her, aber auch vom Fahren her. Und da wolltest du schon sagen, kopflastig. Ja, kopflastig. Du hast vorne viel eingebaut.
Tacho, Drehzahlmesser sind noch direkt am Lenker montiert, der Rest, die Boxen, vorne Navi und sonstige Spielereien, sind, also Radiostationen natürlich, werden alles angezeigt. Da habe ich noch zwei Rundinstrumente, Tankanzeige zum Beispiel auf der linken Seite, die gar nicht mehr so schnell wandert wie früher. Wirst uns eh gleich sagen, auch zum Motor die Daten. Und die riesen Scheinwerfer vorne, das hat halt echt ein Gewicht. Ich weiß jetzt echt nicht, was das wiegt, ich würde es aber gerne mal wissen. Und das hat man eben vorn. Wir sehen auch, wie lang das Fahrzeug ist. Natürlich ein bisschen Ausgewogenheit durch die Koffer, aber ansonsten steht das sehr weit vorne raus und da gibt es einen kleinen Nachteil auch, wenn man da irgendwo ranfährt an einen Randstein. Also drüber schauen geht nicht, gell? Das muss man dann schon wissen, aber wenn man sowas hat, dann weiß man es eben auch. Das Radl vorn ist ja wenigstens eh schön groß und steht als erstes an. Es ist nämlich ein 19 Zöller, 130 19 Zoll. Hinten haben wir einen 180er 16 Zöller. Und da bin ich der Meinung, dass das schon sehr angenehm fährt. Also weder in Kurven noch bei der Stabilität habe ich irgendwie mir gedacht, das ist was Schlechtes. Diese Touring-Familie, die ist ja schon sehr ausgeklügelt und meiner Meinung nach auch eigentlich die modernste, oder? Von Harley-Davidson jetzt das letzte, was gekommen ist, mit eben diesem 107 Cubic Inch Milwaukee 8 Motor, der ja eben, wie du bemerkt hast, weniger verbraucht. Du warst eben in Amerika, was haben sie euch noch erzählt? Naja, achte Generation von diesem V2, das muss man sich mal vorstellen, da sieht man, was Harley für eine Geschichte hat. Er verbraucht spürbar weniger, er ist extrem kraftvoll, laufruhiger, da ist, bin ich immer so, wie vorsichtig, weil man denkt, na, wie ruhig soll das dann noch werden? Soll es überhaupt noch so ruhig werden? Im Moment passt es noch, finde ich, da tut sich noch ordentlich was, wenn man steht an der Ampel. Weniger Hitzeabstrahlung, einfach bessere Kühlung, innen grundlegend überarbeitet, genauso wie ja im Zuge des Project Rushmore schon davor, Fahrwerk, Bremsen, alles. Wir haben es vorher bei der Softail Slim erwähnt, wir brauchen gar nicht mehr sagen, dass es gut bremst, das bremst einfach echt schon gut und das ist keine 200 Kilo Maschine, das hat volle... Jetzt bist du wieder rein. Ja, ich wollte es zuerst auch schon sagen, wegen Kopflastik, insgesamt hat das Dom 385 Kilo. Fährt sich meiner Meinung nach aber immer bei diesen schweren, Trümmern, wenn die einmal in Bewegung sind, funktionieren sie meistens sehr harmonisch und handlich. Also bei der ist es auf alle Fälle so. Und eben noch zum Motor, mir kommt da auch so viel sanfter und seidiger und geschmeidiger vor. Und eben auch mit mehr Punch und mehr Leistung, vor allem im Vergleich zu Slim, die wir vorher gehabt haben mit den 75 PS, weil die Road Glide Special, ich erzähle es jetzt nicht mehr, jetzt habe ich mir es eh nicht mehr gemerkt, die hat 90 PS bei 5250 Umdrehungen und ein arges Drehmoment von 150 Newtonmeter bei 3250 Umdrehungen. Also da, eh klar, wieder extrem auf Drehmoment ausgelegt und das haut dich nach hinten eigentlich, wenn du dann einen neuen Gang reingibst und Gas gibst. Aber trotzdem sehr harmonisch und angenehm zum Fahren. Also war ich jetzt positiv überrascht, dass die schwerere der beiden Harleys eigentlich die angenehmer zu fahrende ist. Ich meine, 385 Kilo im Stand und beim Herumrangieren, das ist einfach extrem viel. Aber Sitzhöhe 685 mm, ich komme da mal ganz locker und easy cheesy runter, du eh auch, glaube ich. Der Sitz ist natürlich relativ breit, dafür auch sehr komfortabel, das ist, was du gesagt hast. Das kommt halt auch dazu, wenn du den Sitz von der Softail Slim anschaust, den Einzelsitz und dann das. Das ist eine Sofa-Landschaft dagegen und das spielt alles mit, die Abstimmung des Fahrwerks und alles ist alles auf Gemütlichkeit, auf Cruisen ausgelegt und ich spreche mit anderen immer wieder, die Harley Probe gefahren sind oder eine haben, die sagen, du, er fährt da jetzt 1000 Kilometer runter, ohne Probleme. Der setzt sich drauf, nicht so wie der Warahannes, der jetzt kurz einmal vorbeigeschaut hat aus Kärnten, wieder mal bei uns 300 Kilometer. Der fährt 10.000. Ja, der fährt 10.000 wahrscheinlich, genau. Der fährt nach, keine Ahnung, Novosibirsk an einem Nachmittag. Wir nicht, aber wir auch viel mehr als sonst. Also ich bin da relativ empfindlich auch und bin nicht so der Langstrecken-Kilometerfresser mit dem Wahnsinn. Nur, muss man auch sagen, letztens der Berger, also der Herr Berger hinter der Kamera hat uns ja aufgeklärt, was haben wir da für ein Modell gehabt, wo er gesagt hat, ja, war extrem unangenehm. Eine Sportster, Roadster und die andere und die war Fatboy. Die Fatboy. Und die Fatboy war unbequemer. Ja, die war seltsamerweise unbequemer. Also diese Sozius-Teile hinten drauf sind nicht unbedingt optimal. Auch da, wie gesagt, kann man nachrüsten. Ja,
Ja, schaut sehr fett gepolstert an und das ist schon sehr weich. Ja, stimmt. Also das haben wir vorher nicht probiert, aber das war jetzt richtig weich. Ja, das kann schon. Und wenn man jetzt sich denkt, puh, 385 Kilo ist schon heftig, aber man kriegt ja auch viel Gegenwert. Wir haben hinten zwei Koffer, die sich ganz easy cheesy öffnen lassen mit diesem einen Hebel. Absperrbar sind sie auch, aber das, also leichter geht es fast nicht. Einfach diesen Hebel darauf ziehen. Da kriegt man, also Helm kriegt man keinen rein, weil sie zu schmal sind. Aber ich würde sagen, vom Volumen her, ja, also zu zweit am Wochenende, jeder kriegt einen Koffer, die sind gleich groß, sollte sich's ausgehen. Wir haben eben auch, wenn sie mehr wiegen darf, wir haben ein Navi, wir haben so den Radio mit der Anzeige, eben die Boxen des Radios. Viele Anzeigen, die überhaupt auf anderen Motorrädern nicht drauf sind und auch nicht drauf sein müssen, aber auf so einem Tourengerät will ich halt ein bisschen informiert sein, vor allem wenn ich wirklich jetzt so 1000 Kilometer fahre, dann wird mir ja vielleicht langweilig, damit ich ein bisschen was schauen und herumtun. Und ja, Getriebe, gell, das scheint dieses Steckenpferd von Harley zu sein, das wollen die offensichtlich nicht einfacher machen. Das ist auch wieder fest zum Reintreten, wieder mit der Wippe, bei der finde ich sogar okay, weil wir zuerst gesprochen haben bei der Slim, absolut, dass ich es bei der nicht unbedingt brauche, aber bei so einem Tourengerät, da stört es mich nicht, wenn ich da mit der Ferse kack hinten drauf stecke. Und so, also ich schätze mal, bei uralten Motorrädern war es noch viel schlimmer und das funktioniert eh gut. Ich finde auch, ich finde, das gehört dazu. Wenn man den ersten einlegt, muss es boschen, finde ich. Da schauen dann auch immer wieder die Leute. Aber das gehört dazu, das muss, da bewegt sich was, ja, da bewegt sich Mechanik, das taugt mir total. Schaltwippe unverzichtbar für mich, muss ich sagen. Und wenn es jetzt schon so leicht schräg steht, ich glaube sogar, dass die, gefühlsmäßig einfach, mehr Schräglagenfreiheit hat als die Slim. Ist mir vorgekommen. Glaube ich aber auch. Ja. Also ich bin da gefahren um diese Ecken und man, wenn wir die Foto- und Videokurven fahren, wir fahren sie so oft, dass wir sie dann schon halt schneller fahren können, weil wir sie ja dann schon kennen. Und dann, wenn man schneller wird, bekommt man logischerweise immer mehr Schräglage. Aber da habe ich ein paar Mal noch ohne Schleifen geschafft, wo ich mir dachte, wow, das ist cool. Und dann schleift man halt und ja, muss man ein bisschen wieder aufrichten. Uns wird ja immer gesagt, schleift es nicht so viel mit den Cruisern und so, aber irgendwie, es geht am Anfang nicht anders, weil du auf einmal überrascht bist, ui, da geht nicht mehr. Und dann willst du es ja auch nicht so im drückenden, im Hang-off fahren oder so. Wir fahren einfach, wir schleifen. Regt euch bitte nicht auf über Schleifen. Es geht halt nicht anders, ist ja wurscht. Ihr könnt es eh ohne machen, wenn es euch stört. Aber wir schleifen ein bisschen. Diesmal war es eh nicht so arg, weil die ja, finde ich, wirklich auch ein bisschen mehr Schräglagenfreiheit hat. Und ja, also die Optik, wie gesagt, dieser Batman-Stil extrem cool und die Lackierung ist ein Wahnsinn. Ich fürchte, dass das immer mit der Kamera nicht gut eingefangen werden kann, aber diese Flakes da, wie jedes Mal, wenn du den Blickwinkel wechselst, leuchten andere Flankerln auf. Es ist einfach cool und es schaut auch richtig teuer aus, muss man sagen. Also nicht, dass ich ein Einetrager wäre, aber manchmal bei solchen Dingen denke ich mir, ist schon schön, wenn die Leute sehen, dass das wirklich wahrscheinlich teuer ist und das vielleicht glauben, dass ich mir es gekauft habe, obwohl ich mir es nie kaufen könnte. Ja. Kostet über 30, gell? Ja, ist so. Keine Frage, der Rolex kostet auch Summe X, wenn man es haben will. Und wenn man es haben muss, dann soll man es auch haben. Das ist einmal das, wo ich sage, so stellt sich der gemeine Zuschauer, also das ist jetzt nicht abwertend gemeint, eine Harley vor. Ne? Also die Tourer sind eben das Sinnbild für Harley und das können es auch extrem gut, finde ich. Was zu den Koffern noch zu sagen ist, zusätzlich gibt es noch zwei Handschuhfächer, nicht versperrbar hier vorne. Ja, genau. Das ist perfekt natürlich fürs Kleingeld, für die Maut oder so, fürs Handy. Und drüben haben wir sogar einen USB-Anschluss. Also da sehen wir, dass wir wirklich in der Zukunft gelandet sind. Und eins noch natürlich zum Startvorgang, ist ein bisschen anders als bei der Slim. Da haben wir auch diesen Drehhebel oder wie auch immer man das nennen mag. Da kann man dann auch die Lenkradsperre einsetzen und auch wieder mit einem fitzi-fatzi kleinen Schlüssel zu entriegeln. Dafür hat man aber diesen FOB, glaube ich, heißt das, diesen kleinen Sender in der Tasche und dann kann keiner das Motorrad starten, wenn man sich entfernt. Ja, ja, genau. Das ist halt das, was eine Halle vorm Diebstahl schützt oder schützen soll. Ja. Das Schloss an sich wird es nicht gut hinkriegen. Ne? Und bei den anderen Modellen, hast du eben eh erwähnt, ist das Lenkradschloss dann wirklich am Lenker unten und da ist es halt bequem, einfach direkt dran. Man muss das dann reindrücken ein bisschen, muss man halt wissen, wie es geht, aber wie gesagt, uns wurde es erklärt und wir haben das natürlich sofort heraus gehabt, vielleicht, weil wir auch extrem schlau sind, oder?
Ja, das ist zu bezweifeln, aber wir dürfen sowas fahren, und obwohl wir voll Deppen sind. Und in diesem Sinne bedanken wir uns auch, dass ihr uns trotz allem zuhört und uns die Möglichkeit gebt, euch über die Halle zu berieseln mit unseren Eindrücken. Ich hoffe, wir haben euch da sozusagen auch ein bisschen aus der Seele gesprochen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen hoch. Wenn nicht, gebt einen Kommentar ab. Sagt uns, was ihr an so einer Halle gar nicht wollt oder was ihr cool findet, zum Beispiel auch an diesem Bettmobil ein bisschen. Abonniert unseren Kanal, schaut euch die anderen Videos an. Wir haben eben auch ein Video, weiß nicht, ob es vorher oder nachher kommt, von der FLS Slim Harley Davidson, von dieser Rostrot Red Denim, wie auch immer sie heißt, gemacht. Oder ja, das geht online oder ist schon online. Schaut es euch an, schaut es euch alle anderen Videos an. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Wir werden zwar ins Büro zurückfahren, aber ich glaube nur mehr auf ein Kaffeetscherl und dann. 15:30, also ich glaube, das wird nichts mehr heute. Nein, da schaffen wir eh nicht mehr viel, gell? Da schaffen wir nichts mehr. Gell? Also, tschüss. Ciao.